Mission 1 der Wikinger-Kampagne beauftragt uns mit dem Bau einer kleinen Flotte samt Besatzung. An sich eine einfache Aufgabe, die uns aber durch die Anwesenheit dreier KI-Spieler erschwert wird. Im Südwesten der Karte befindet sich ein Militärstützpunkt der Römer. Das dortige Gebiet ist reich an Bodenschätzen und dort liegt auch einiges an Nahrung und Wein herum, welchen man erobern könnte. Letzterer verwandelt sich dann direkt in Met. Jesus mag Wasser zu Wein gemacht haben, aber wir machen Wein zu Honigwein. Die Römer expandieren nicht wirklich über ihre Halbinsel hinaus. Auf einer weiteren Halbinsel im Nordosten befindet sich die grüne Wikinger-Siedlung. In ihr befindet sich auch ein Krater mit mehr als genug Gold, um das Missionsziel zu erfüllen. Allerdings müssen wir auch ein Auge auf eine weitere Wikinger-Siedlung im Norden haben, die Zugang zu einer ganzen Bergkette besitzt. Der Berg in der Nähe unserer Siedlung enthält reichlich Stein und einiges an Kohle, aber nur sehr wenig Eisen. Langfristig werden wir in Richtung Westen expandieren müssen, wo wir direkt mehrere Berge zur Auswahl hätten. Dieses große Gebirge hat theoretisch alle Rohstoffe, die wir benötigen, allerdings befindet es sich, ebenso wie dieser kleine Berg voller Gold, sehr nah an der Grenze zu den gelben Wikingern. Auch wenn es nicht unser Missionsziel ist, werden wir wohl früher oder später mit den KI-Spielern in Konflikt geraten. Und in meinen ersten Versuchen fiel ich auch innerhalb der ersten Stunde dem gelben Wikinger zum Opfer. Aufgrund der eher dürftigen Menge Eisen und dessen ungünstiger Positionierung sah ich auch keine Erfolgschancen für einen längeren Krieg, selbst wenn ich den ersten Angriff überleben würde. Versuche, die Wikinger mit Dieben und Bogenschützen zu schwächen, waren nicht erfolgreich, selbst wenn hätte ich dies für alle drei KI-Spieler tun müssen. Ich war mir echt nicht sicher, ob diese Mission einfach nur echt schwer ist oder ich eingerostet bin und war sogar versucht, diese Kampagne nochmal zu verschieben und vorher ein paar weitere Spielmechaniken zu analysieren. Doch dann fiel mir dieser See auf. Hier lässt sich tatsächlich eine Werft errichten und dem Spiel ist egal, wo sich die vier Fähren befinden. Die Gründungskarren müssen ebenfalls nicht beladen werden, wir werden dann aber zwei Fahrzeugmanufakturen benötigen. Das einzige Problem wird das Gold sein, wovon wir 56 Barren benötigen. Hier sehe ich zwei Möglichkeiten, Mana oder Diebe. Glücklicherweise starten wir mit genug Golderz, um einen großen Tempel rushen zu können, welches wir aber nicht einmal benötigen, da wir auch mit zwei Kriegerstatuen starten, die wir abreißen können. Da göttliche Gaben sehr glücksabhängig sind und eine Mana-Produktion erforderlich wäre, entschied ich mich dafür, das Gold aus dem Krater zu holen. Die Idee ist simpel. Wir bauen nur das Allernötigste, um die Fähren und Gründungskarren zu bauen, sowie die erforderlichen Waffen zu schmieden. Unseren ersten Priester schicken wir zum Krater, um den Schnee zu schmelzen, und schicken dann mindestens 60 Diebe dorthin, um das Gold zu holen. Achtet hierbei darauf, dass auch wirklich alle Diebe etwas aufheben und zur Siedlung tragen. In der Siedlung selbst werdet ihr die Stein- und Kohleminen mit Fisch versorgen, während die Eisenmine von den Startvorgaben und eurem Jäger ausreichend versorgt sein dürfte. Wichtig ist außerdem, dass ihr so früh wie möglich mit der Eselzucht beginnt, da dieser Teil am meisten Zeit in Anspruch nimmt. Zugegebenermaßen hatte ich bei meinem erfolgreichen Run auch das Glück, dass das Spiel offenbar keine Lust mehr hatte, den gelben Wikinger angreifen zu lassen. Aber ich glaube, dass diese Strategie durchaus zuverlässig durchführbar ist. Ihr habt etwa 60 Minuten dafür, aber der Großteil war nach 45 erledigt. Ich habe nur auf die harte Tour herausgefunden, dass die Gründungskarren zwar nicht beladen sein müssen, aber trotzdem einen Esel brauchen, um als fertig zu gelten. Ansonsten erfordert diese Strategie nur etwas Micromanagement. Fragt mich nur nicht, wie diese Schiffe in See stechen sollen.